Derby-Time in der 5. Runde der Landesliga Ost. SC Machtrenk gegen Viktoria Machtrenk. Und dabei wollen die Hausherren des SC Machtrenk eine lange Durststrecke beenden, denn man wartet schon seit 12 Jahren auf einen Derby-Heimsieg und generell schon seit 5 Jahren auf einen vollen Erfolg gegen den Stadtrivalen. Videobeweis wird euch präsentiert von der Kitscheria in Regau. Bei uns findet sich für jeden Fleischliebhaber das passende Steak. Die regionale Metzgerqualität sorgt für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Die letzten 5 Duelle brachten 4 Unentschieden und einmal feierte die Viktoria Machtrenk einen 4:2 Auswärtssieg. Wer heute nach 90 Minuten feiert, mein Kollege Lukas Baulig mit den Einzelheiten. Das Spiel präsentiert euch die Stadtgemeinde Machtrenk. Modern, menschlich, Machtrenk. Blau-Gelb gegen Grün-Weiß lautet also das Duell bei diesem Stadtderby. SC-Trainer Adam Kenzie schickt seine Mannschaft dabei in einem 4-4-2 aufs Feld. Wicke-Trainer Erwin Begic probiert es dagegen mit einem 4-2-3-1 mit Albin Ramadani auf der 10. Ich werde jeden für jeden Renner sehen und mir ist scheißegal, wer einen Fehler macht, der andere bessert ihn aus. Jeder rennt für jeden Jungs. Rund 1000 Zuschauer wollen sich diese Partie nicht entgehen lassen und so viel gleich einmal vorneweg, das Kommen hat sich auch absolut ausgezahlt. 80 Sekunden gerade einmal gespielt, Ecke für den SC und schon steht's 1:0. Adama Mustafa Traoré, was für ein klingender Name, steigt in der Mitte am höchsten und bringt seine Farben in Führung. Und in dieser Tonart geht's auch gleich weiter. Die nächste gute Chance nur wenig später für den SC nach diesem Fehler im Spielaufbau der Wiki. Der Ball gelangt auf die rechte Seite zu Hofmann. Der stellt das Visier aber etwas zu ungenau ein, trifft den Ball auch nicht ganz sauber. Und so geht dieser links am Tor vorbei. Es geht weiter nur in eine Richtung. Tikvic probiert es hier aus gut 25 Metern. Schlecht war der nicht, allerdings dann doch etwas zu ungenau. Wenig später macht sich diese Anfangsphase dann aber erneut bezahlt. Wieder ist es eine Ecke von Tikvic. Tumfat, der aufgerückte Innenverteidiger, steigt am höchsten und stellt in der 12. Spielminute auf 2:0 für den SC. Absolut verdiente frühe Führung für das Heimteam. Was ist eigentlich offensiv mit den Gästen los? Bisher noch nicht viel. Der erste halbwegs gefährliche Abschluss von Marcinkovic, der Nachschuss von Karlovic dann aber aus einer Abseitsposition. Die Wiki kommt jetzt aber besser ins Spiel. Wir sehen hier einen Zweikampf im Strafraum und plötzlich ertönt die Pfeife von Schiedsrichter Günther Alessi. Er zeigt auf den Punkt 11 Meter. Der SC kann die Entscheidung nicht verstehen und ich ehrlicherweise auch nicht. Das ist schon eine sehr, sehr harte Entscheidung des Schiedsrichters. Anes Sabic ist das allerdings völlig egal. Er verwandelt staubtrocken zum Anschlusstreffer 1:2 nach 22 Spielminuten. Wenig später erneut Elfmeter-Alarm, diesmal allerdings auf der Gegenseite. Traoré mit dem Schuss aus der Drehung. Der Ball landet auf der Hand von Außenverteidiger Winnetzhammer und da wäre der Elfmeter vermutlich berechtigter gewesen als zuerst. Der SC bleibt aber die spielbestimmende Mannschaft. Nächste Chance nach der nächsten Standardsituation. Der Abschluss dann allerdings viel zu schwach. Kein Problem für den Keeper. Ähnlich ungefährlich auch dieser Kopfball kurze Zeit später. Wir befinden uns mittlerweile in der 40. Spielminute. Ramadani auf Winnetzhammer. Der bringt die Flanke gut hinein in den Strafraum. Und da ist es wieder Anes Sabic, der Torschütze vom Dienst aktuell bei Viktoria Machtrenk. Sorgt für den doch etwas glücklichen 2:2 Ausgleich. Ihm ist's egal, Hauptsache Tor, Hauptsache Ausgleich. Und fast gelingt den Gästen vor der Halbzeit auch noch der Führungstreffer. Bei diesem Ramadani-Schlenzer fehlt dann aber doch ein guter Meter. Spannende und aufregende erste 45 Spielminuten also in diesem Machtrenker Stadtderby. Mit einem 2:2 geht's jetzt einmal in die Kabinen. Menschlich, modern, Machtrenk, die Stadtgemeinde zum Wohlfühlen. Die Seiten sind gewechselt und der SC legt gleich wieder richtig gut los. Dieser Traoré-Kopfball hätte aber ohnehin nicht gezählt. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits.
Nächste Ecke, nächste Chance, der Ball landet aber auf der Querlatte und anschließend kann Keeper Tobias Peter sicher zugreifen. Der SC will unbedingt den Führungstreffer, Reutner setzt sich hier gut durch im Zweikampf, sein Abschluss dann aber zu schwach. Nächste Standardsituation, diesmal von der linken Seite, der Kopfball knapp vorbei am langen Eck. Guter Meter hat hier auch wieder gefehlt auf den Führungstreffer. Der SC bleibt aber drückend überlegen. Eigentlich ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis hier das 3:2 fällt. Der eingewechselte David Meyer mit der Großchance. Allerdings auch hier wieder das Ziel etwas zu ungenau eingestellt. Es bleibt nach wie vor beim 2:2. Die Viktoria würde das Unentschieden zum jetzigen Zeitpunkt vermutlich sofort unterschreiben, der SC aber auf keinen Fall. 75. Spielminute, Kapitän Hammer da mit dem weiten Freistoß hinein in den 16er und plötzlich steht's auch 3:2. Vanja Panic streckt sein langes Bein hinein in den Ball und sorgt für die erneute Führung des SC. Absolut verdient auch dieses 3:2. Und die Blau-Gelben suchen jetzt auch die Entscheidung und wenn man den SC-Platz kennt, dann weiß man, dass der die ein oder andere Tücke aufzuweisen hat, speziell im Fünferraum. Und bei diesem Abschluss wäre das dem Wiki-Keeper auch fast zum Verhängnis geworden. Schlussendlich kann die Situation aber geklärt werden. Statt der Entscheidung bleibt die Partie also heiß, die Viktoria also bemüht, doch noch den Ausgleich zu erzielen. Sabic hier mit dem feinen Fersler auf den eingewechselten Klepp, der Abschluss aber deutlich zu schwach, da wäre viel mehr drinnen gewesen, das weiß auch die Nummer 21 selbst. Viel Zeit bleibt jetzt aber nicht mehr. Vielleicht gelingt ja auch der Viktoria einmal eine gute Standardsituation. Der Ball kommt zu Sternbauer, der trifft diesen aber nicht richtig. Und so ist der Sprung von Keeper Horner gegen das Aluminium gefährlicher als der Abschluss aufs Tor. Wir befinden uns mittlerweile schon in der Nachspielzeit. Die Viktoria noch einmal mit den letzten Versuchen doch noch die Niederlage abzuwenden. Diese Flanke hinein in den 16er, dann aber doch ein Stück zu weit und dementsprechend reicht's nicht mehr für den Ausgleich. Der SC gewinnt damit zum ersten Mal seit fast 12 Jahren wieder ein Stadtderby zu Hause gegen die Viktoria. Adam Kenzie, geht dieser Sieg heute in Ordnung? Ist er verdient aus Ihrer Sicht? Ich glaube schon, weil wir haben bei 2:0 noch Torchance. Wir konnten 3:4:0 führen können. Und leider, wir haben das aus der Hand gegeben. Aber in der zweiten Hälfte, ich glaube, wir waren eine bessere Mannschaft, ein paar Torchance gehabt. Und deswegen haben wir verdient gewonnen. Sie waren in der Halbzeit sehr aktiv mit Händen und Füßen. Was haben Sie Ihren Jungs mitgegeben? Na, vor allem, man muss als Trainer Leben geben und glauben. Ja. Wenn man hat keine Glauben, kann man Spiele nie gewinnen. Und das haben wir. Ja, man hatte kurzfristig das Gefühl, dass die Viktoria Machtrenk diesen schnellen 0:2 Rückstand eigentlich ganz gut weggesteckt hat und zurückgekommen ist ins Spiel. Warum hat es am Ende zu keinem Punkt gereicht? Naja, wir haben halt in der zweiten Halbzeit zum wiederholten Male Probleme mit den Standards. Wir wissen eh, dass der SC Machtrenk, dass das eine große Stärke von ihnen ist, aber wir haben heute, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt in den 90 Minuten die Standards im Griff gehabt, leider. So ehrlich muss man sagen, wir haben mit 3 Standards verloren. Muss man sagen, dass aufgrund der 90 Minuten der Sieg des SC Machtrenk heute durchaus in Ordnung geht? Ja, kann man, weil ich glaube, dass sie es vielleicht ein bisschen einen Tick mehr wollten, obwohl wir zum Schluss nur eine große Ausgleichschance gehabt haben. Aber ja, kann man unterm Strich kann man sagen, sie wollten es vielleicht um einen Tick mehr, ja. Der SC Machtrenk schiebt sich mit diesem Heimsieg vor auf Platz 4 in der Landesliga Ost und hält bei starken 9 Punkten aus 4 Spielen. Die Viktoria rutscht dagegen ab auf Platz 10 mit nur 6 Punkten aus bereits 5 Partien. Ja,